Also kein Tag ist wie der andere, das muss man schon von vornherein wissen. Also einmal komme ich hin, wenn irgendwas nicht läuft, ja, dann halte ich meinen Kopf hin und versuche einfach eine Lösung zu finden, um den Kunden dann zukünftig glücklich zu machen, beziehungsweise einfach das Feuer zu löschen. Auf der anderen Seite bin ich auch mal klassischer Verkäufer und der Kunde hat eine Anfrage, irgendeinen Spezialgas zu messen, können wir das, ja oder nein, und dann machen wir eine Produktvorführung. Was aber das Spannende ist, ist im Prinzip mit dem Kunden gemeinsam das Geschäft zu entwickeln. Es gibt ganz viele strategische Projekte, die ich gemeinsam mit dem Kunden anschieben kann. Und das macht den Tag halt einfach super, super flexibel. Mir bietet Dräger eine sehr interessante und flexible Arbeit. Beginnend mit den Zeiten, mit der Arbeitsgestaltung, mit Schwerpunkten, die ich legen kann. Ob jetzt ein leistungsorientiertes Gehalt oder halt einen tollen Firmenwagen. Genauso wie natürlich die Möglichkeit, sich intern weiterzubilden. Ich würde aber sagen, wenn man mich so fragt, ist der größte Benefit, dass ich die Freiheit habe, meine Arbeit und meine Ideen, Konzepte beim Kunden so zu gestalten, wie ich das möchte. Ein Unterschied zwischen Dräger und Arbeitgebern, die ich vorher hatte, ist im Wesentlichen die Unternehmenskultur. Dass viele Mitarbeiter einfach diese Kultur und auch die Unternehmenskultur hochhalten und auch leben wollen. Ja, das Miteinander, das für eine Sache stehen, für eine gute Sache auch zu stehen und auch einzutreten, sich auch über das Normalmaß hinaus zu engagieren, das macht Arbeiten bei Dräger aus. Ich glaube, dass man offen sein sollte, auf Menschen zuzugehen, dass man sich mit Sicherheit auch mit Technik und Zahlen auseinandersetzen muss. Das gehört zu dem Job einfach dazu. Teamfähigkeit braucht man und die Bereitschaft, sich mit dem Thema Technik für das Leben auseinanderzusetzen. Also ein hohes Verständnis von Kundentätigkeiten, von Dingen, die der Kunde macht, die braucht man, ja, um in dem Job erfolgreich zu sein. Also etwas, was mir als Führungskraft wichtig ist, ist das Thema Vertrauen. Vertrauen auch in den Mittelpunkt zu stellen und Vertrauen erstmal auch zu schenken. Ich trage ein Stück dazu bei, dass die Welt und die Arbeitswelt ein Stück sicherer wird, dass weniger Unfälle passieren, dass die Menschen auch wieder gesund nach Hause kommen. Und da einen Teil dazu beizutragen, ist eine große Aufgabe und das mache ich sehr gerne.